Good morning in the morning und willkommen zu einem erneuten Let's Play mit Zoo 2. Das hier ist das erste Video von einem Tipps und Tricks Video. Da wird es wahrscheinlich zwei, drei Videos von noch geben, vielleicht auch mehr, man weiß es noch nicht so genau. Schau auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich eine Playlist mache. Vielleicht auch eine Playlist. Schau dir die Playlist dann an. Oder ansonsten guck mal in meiner Timeline nach Videos, auch mit Dick im Thumbnail, Tipps und Tricks. In jedem Video gibt es immer so, ja, zwei, drei Tricks. Und wir fangen heute natürlich an mit den ersten Tricks. Ja. Für Spieler, die schon lange spielen, sind es wahrscheinlich keine Tricks mehr. Aber gerade für Spieler, die neu angefangen haben, sind es sehr hilfreiche Informationen. Und wir werden heute auch irgendein... Oh, guck mal, Giraffe habe ich ja keine. Aber was können wir denn hier rein tun? Muss man eben gucken. Tiere. Nee, das war es nicht. Das war es auch nicht. Das auch nicht. Hier. Was haben wir denn da? Ich habe einmal diesen Vogel... Ich habe Vogel... Ja, Vogelstrauß. Wir werden den Vogelstrauß gleich da reintun. Zweimal Löwen. Ne, Löwen habe ich ja. Gut, also zweimal Vogelstrauß werden wir da gleich reintun. Werden den Sachen geben und gucken, ob ich die auch direkt züchten kann. Bin ich gespannt. So. Nun kommen wir aber zu den Tricks. Ich habe mir da eine Liste gemacht. Oh ja. Oh, das ist ein guter Trick. Das... Trick. Ich sage immer Trick, aber... Also für mich, ich habe sehr lange es falsch gemacht. Und dann habe ich rausgefunden, wow, das kann man auch so machen. Und dann habe ich wirklich, also es war dadurch sehr viel einfacher. Nehme ich eigentlich auf? Ja, ich muss manchmal gucken, ob ich aufnehme. Ich habe nämlich schon mal hier eine Viertelstunde gequatscht und habe nicht aufgenommen. So, jetzt gucken wir mal. Zack, zack, zack. Crazy Duck. Da ist sogar legendär und episch bei. Und was Blaues hier vom... Ach. Sehr gut. Das ist schon mal was Gutes gewesen. Das sind alles gute Sachen. Das sind ja fast alles gute Sachen. Außer das. Oh. Ja, geil. Das sind teure Sachen. Also die besten Sachen haben wir bekommen aus dem Paket. Da freue ich mich schon. Und wieder mit meinem Zickzack. Ne? Vielleicht ist das auch ein kleiner Trick. Macht immer diese Zickzack. Irgendwie habe ich da immer Glück mit. Ich weiß, einige aus meiner Community machen das auch seitdem. Immer Zickzack. Ja, nicht Zickzack Crazy Duck, sondern einfach Zickzack. Wo ist dein Dreck? Ich finde ihn nicht. Da. Gut. Sauber gemacht. Das Krokodil. Immer dreckig. So, genau, erster Trick, wir waren ja beim Helfen, und zwar helfen wir jetzt der Julia. Ich habe schon lange nicht mehr geholfen, ich muss auch wieder Leute aussortieren, die auch nicht lange geholfen haben, aber ich werde heute helfen, geben, nicht hier im Video, aber ich werde noch helfen. So, und zwar habe ich anfangs immer, wo sind denn diese Raben, ne? Und bei großen Zoos, hier wie das, guck mal hier, hier ist ein Rabe. Holen wir den nächsten Raben. Manchmal sind die sogar unter Wasser, dann sieht man die überhaupt nicht. Wow, die hat die ganzen Enten. Oh, wie süß. Ey, ohne Witz, ich will auch die Enten so haben. Mit Baum und allem. Guck mal, wie schön das bei der Julia ist. Toll. Jetzt kommt der Trick. Ihr klickt hier unten auf den Raben drauf und zack, seid ihr bei dem Raben. Ist das nicht herrlich? Also ohne Witz, da ich habe am Anfang immer gesucht und ich habe mir gedacht, Mann, das darf doch nicht wahr sein. Und dabei ist es so einfach. Es ist so einfach. Es ist so einfach. So. Und hier auch, ne? Ihr klickt, zack, seid ihr bei dem Kind. Ihr klickt, Kind. Klickt, Kind, also geht ganz, ganz schnell. Anfangs habe ich nie geholfen, weil ich keinen Bock hatte. Ich so, nein, ich finde die Sachen einfach. Da hat jemand ein Fußballfeld. Wer war das denn? Da hat
Da war ein Fußballfeld. So, jetzt sind wir bei Flöckchen. Ja, auch. Klicken. Klicken. So einfach. Es ist einfach so einfach. Schreibt gerne mal drunter, wusstet ihr das? Oder seid ihr jetzt, sagt ihr jetzt dadurch, wow, Ente, richtig einfach dadurch. Danke, dass wir es bei dir gesehen haben. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr lange es nicht gewusst. Dabei ist es so naheliegend. Aber die könnten das ruhig erklären. Ich weiß gar nicht, ob die das erklären. Hier auch, ne? Zack, werdet ihr zu den fehlenden Tieren hin teleportiert. Mann, diese Hasen hier, die laufen dann ganz schön rum. Ist ein sehr kleiner Zoo, deswegen sind die hier alle nah aneinander. Das ist ein Mini-Zoo, ist das hier. So. Der klatscht immer. Ich denke, was klatscht denn da? Gut. So, jetzt gehen wir nach Hause. Das war's. Zacki zack. Crazy Duck. Jetzt kommen wir zu was anderem. Und zwar auch richtig krass einfach eigentlich. Muss man aber erstmal drauf kommen. Sagen wir mal, ich will züchten. Und sagen wir mal, ich will die hier züchten. Guck mal. Da sind zwei. Ich weiß nicht, ob das männlich oder weiblich ist, aber zweimal die Level 3 Tiere sind gleiche Geschlecht. Ich weiß, wir sind in der modernen Welt, aber bei Zoo 2 sind wir das noch nicht. Die können kein Kind adoptieren. Deswegen müssen wir eigentlich ein Level 3 Weibchen und ein Level 3 Männchen haben. Und das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Jetzt haben wir hier Level 2. Level 3. Das ist ein Weibchen. Und jetzt klicken wir nur hier auf das Symbol. Zack, Männchen. So schnell und einfach. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ne? Jetzt können wir nämlich züchten. Das ist doch mal der Trick, oder? Da habe ich am Anfang auch nicht gewusst. Ne? Da. 3 und 3. Die Bilder sind dasselbe. Ist kein Weibchen. Gut. Ist egal. Spielt keine Rolle in diesem Fall. So. Dann der letzte Trick. Genau. Den machen wir jetzt mit den neuen Tieren. Mega, mega. Und das sind wirklich. Also das sind eigentlich gar keine Tricks. Das sind so Spielmechaniken hier aus dem Spiel. Aber wenn man die nicht weiß, dann ist es wirklich gar nicht so einfach. Ne? Das vereinfacht halt wirklich sehr, sehr viel. Wir nehmen jetzt hier das Vogelsträußchen. Vogelsträußchen, Kläuschen, kriegen dafür ein paar Punkte. Toll, dankeschön. Das überspringen wir. Wollen wir auch nicht, interessiert nicht. Die Giraffe, ja. So. Und wir kaufen den nochmal, wenn es geht, wenn er keine Diamanten kostet. Ne? Ich hoffe nicht. Ich habe den nochmal. Ich habe den auch gerade reingetan. Wieso habe ich den jetzt nochmal? Hä? Kann mir das einer erklären? 50 Diamanten kostet der. Ja, dann ist ja super, dass wir den so... Ach, wie die rumhüpfen. Wie die rumhüpfen. Guck mal. Hüpf nochmal. Ne, hüpft jetzt nicht mehr. Perfekt. 100 Diamanten gespart. Keine Ahnung warum. Ich habe sie einfach bekommen. Finde ich gut. Finde ich gut. Aber wir gucken jetzt, was brauchen die noch? Normalerweise müsste man jetzt durchgehen hier. Ne? Ah, habe ich hier irgendwo was? Und guckt mal, das ist ja so viel Zeug, was man da hat. Man muss alles durchgucken, was passt da rein, welche Deko, dies, das, Ananas, ne? Ganz schwere Sache. Aber wir gehen hier einfach aufs Gehege und dann auf das blaue I hier unten. Zack, ne? Schon haben wir alles da. Kostet 20 Diamanten, machen wir nicht. Machen wir nicht. 20 Diamanten, ich glaube, es hackt. Haben wir auch gar nicht. Dann gehen wir mal kurz hier rein. Gucken mal kurz. Ja, kann man jetzt nicht nach Gehegesachen sortieren. Das ist auch ein bisschen... Oder doch, das sind Gehegesachen, ne? Müssen wir mal gucken. Haben wir aktuell diesen Futtertrog? Das wäre natürlich schön. Schade, dass man
an der Seite nicht das raussortieren kann und oben jetzt nochmal nach Gehege sortieren kann. Das wäre natürlich optimal. Hier ist es. Guckt mal, haben wir 19 Stück von. Ja, vollenden. Alle drei Stück. Zack, zack. Crazy Duck. Er hat den Kopf im Boden gehabt. Na gut. Jetzt gehen wir wieder auf das I. So, und jetzt haben wir ja drei Stück, ne? Drei Stück von den Dingern. Stellen wir hier vorne eins hin, damit die Leute, wenn die füttern, wenn die essen, dann sieht man es halt direkt. So, als nächstes eine Wasserstelle. Haben wir davon noch eine? Haben wir sogar noch. So, die stellen wir jetzt auch direkt dahin. Dann hier zum Züchten. Haben wir nicht, haben wir nicht. Jetzt müssen wir natürlich wieder gucken bei den Puzzleteilen, weil kostet Diamanten. Diamanten wollen wir nicht ausgeben. Hier unten, zack, zack, Crazy Duck, 120 Diamanten. So viel dazu, ne? Vollenden, zack, zack. Crazy Duck. Das haben wir jetzt auch. Das heißt, wieder auf das I und schon haben wir kostenlos. Guckt mal, wie viel Diamanten wir jetzt schon gespart haben. Wahnsinn. So, drehen. Zack. Und jetzt gucken wir noch nach diesem komischen Berg. Kostet 16.000. Könnte ich jetzt auch noch gucken, ob wir den vielleicht haben. Aber hier die 16.000. Komm, die schüttel ich jetzt aus dem Ärmel. So, und jetzt ist das Ding schon voll. Aber wir können ja noch nach Dekorationen gucken. Und sieh mal einer da an. Hier so ein Kaktus, ne? Stellen wir den einfach mitten in den Weg. Fertig, ne? Kann man machen, muss man nicht. Jetzt haben die da kaum Platz. Aber jetzt klicke ich immer da drauf. Das ist aber nicht so schön. Na gut, ich klicke da immer drauf, aus Versehen. Jetzt füttern wir den noch. Die haben einfach alles jetzt, ne? Guckt mal, die haben alles. Wunderbar, wunderbar. Jetzt haben wir neue Tiere, die alles haben. Richtig verwöhnte kleine Tiere. Jetzt gucken wir mal hier. Zack, zack. Auf the Crazy Duck. Oh, nee. Wahrscheinlich muss der Stall auf Level 1 sein. Ja. Und wahrscheinlich kostet das Diamanten. Vermute ich mal. Nein! Oh, cool. Kostet keine Diamanten. Das heißt, können wir züchten. Oh, das feiere ich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nö, finde ich echt gut. So, das waren die Tricks aus diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere davon gebrauchen. Wahrscheinlich die Leute, die schon ewig spielen oder schon sich mit diesem Spiel ein bisschen intensiver beschäftigt haben. Für die war das wahrscheinlich jetzt hier nichts. Aber vielleicht beim nächsten Mal, ne? Tipps und Tricks Serie ist auf jeden Fall geboren, ne? Ab und zu werden jetzt hier Tipps und Tricks rausgehauen. Dann wollen wir eben mit dem Spiel, mit dem Adler hier, Weißkopfadlers. So, und wir gucken mal ganz kurz, noch ganz, ganz kurz, was ist denn hier mit dem aktuellen Affenzirkus? 21 Minuten nur noch. 21 Minuten nur noch. Ich habe mich wiederholt. Wo sind wir denn? Oh. Auf Platz 80. Ja, aber guck mal. 1250. Und da ist schon 1400. Also Spenden bringt da jetzt auch nichts mehr. Also wenn ich jetzt noch was spende, dann so viel kann ich gar nicht spenden, dass da noch so weit nach oben geht. Jetzt gucken wir einfach mal, wer hat denn hier ordentlich gespendet und wer nicht. Flöckchen. Also 20, bisschen wenig. Sophie, 20. Blattfee, 30. Hat diesmal auch nicht so gut mitgemacht. Ja, die 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Leute. Sind wir denn 7 Leute oder sind wir mehr? Müssen wir auch mal gucken, ne? 6, 7, 8. Wir sind 8 Leute. Wer hat denn einfach ja nicht mitgemacht?
Dann ist vielleicht jetzt auch ein Platz frei wieder. War das die Lorraine? Ich muss mal gucken. Ne, die Lorraine ist dabei. Wer hat denn gar nicht mitgemacht? Weil wer gar nicht mitmacht, ne? Also die Plätze sind echt teuer gewesen hier. Und dann holen wir lieber rein, einen rein, der aktiv ist. Chacha Maria. Mal gucken. Die Chacha hat nicht mitgemacht. Aber die war mal eine ganze Zeit lang sehr aktiv. Also ihr könnt ja mal reingucken, vielleicht, ich werde das auf jeden Fall im Club besprechen. Chacha hat einfach gar nicht mitgemacht, finde ich komisch, weil ich meine, die war sehr aktiv, sehr aktiv. Muss ich hier mal besprechen, was da mit der Chacha los ist. Guck mal, hier hat sie gespendet, ne? Also da ist sie aktiv gewesen. Komisch, komisch, komisch. Gut. Ich bin raus mit dem Video. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. For now. Übrigens, hier, wer war da nochmal ganz vorne dabei? Maria, 160 Punkte. Mega gut. Dankeschön an der Stelle. Ciao.